So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und das ist wieder eine kleine Infofolge, beziehungsweise eine Idee, auch die wir eingebracht haben, die ich mir so denke, meine ich natürlich. Und erstmal zum Thema. Weihnachten steht vor der Tür, es rückt immer näher und jetzt wurde ja auch schon geleakt bzw. bekannt gegeben und bestätigt, dass es wieder ein Weihnachtsevent geben wird, was ja natürlich klar war. Also wenn das ausbleibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und Botogel wird zurückkommen oder Bodoggel, wie auch immer. Und das spaltet die Nationen. Viele sagen natürlich, toll, die sollen mal was Neues machen und können die denn nicht mal was anderes bringen, schon wieder, und ich hab doch den Vogel schon. Andere freuen sich natürlich, die vielleicht letztes Jahr Weihnachten nicht gezockt haben, weil es gab es ja wirklich nur während der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über eben nicht. Vielen fehlt der Vogel, also auch noch der Vogel mit dem Sack und mit dem roten Gewand. Ich persönlich habe ein 100er. Ich habe sogar 200er, deswegen feiere ich das richtig, dass ich da schon gut versorgt bin. Aber ich freue mich trotzdem, dass Botogel nochmal zurückkommt, denn damals gab es ja noch nicht die Tauschfunktion und ich möchte ja auch meinen Pokédex voll machen, auch mit den Hintergründen, dass jedes Mal als Lucky dabei war. Und so wird man jetzt also auch die Möglichkeit haben, wenn man schon ein 100er hat, dass man noch ein paar Bonbons sammeln kann, dass man natürlich ein Lucky Botogel sicher tauschen kann, weil ich kenne kaum jemanden noch, der Botogel übrig hat. Die haben damals vielleicht ein oder zwei aufgehoben und das war's. So kann man rausgehen, kann fleißig Botogel farmen, kann sich Luckys ertauschen, vielleicht auch ein Lucky 100er, was auch wieder richtig krass wäre. Deswegen, obwohl ich eigentlich schon alles habe, ich habe das und ich habe ein 100er, bin ich nicht so eine Pissnelke und reg mich da auf und sag, boah, die sollen was Neues machen, Scheißvieh. Nein, ich freue mich trotzdem, dass das zurückkommt. Coole Sache auf jeden Fall, auch für die Leute, die es noch nicht haben oder die Leute, die neu angefangen haben. Und was noch alles zum Weihnachtsevent kommt, werden wir dann sehen. Ich tippe mal auf Pikachu mit Weihnachtsmütze, wird sicherlich wieder dabei sein und diesmal vielleicht auch als Shiny. Oder gab es das schon als Shiny? Auf jeden Fall die, die zurückgekommen sind, gab es ja dann auch immer als Shiny. Auch das mit dem Hexenhut gab es ja letztes Jahr normal mit Hexenhut und dieses Jahr mit Hexenhut auch als Shiny. Und da freuen sich natürlich die Leute auch, wenn sie jetzt ihre Pikachu-Medaille noch weiter vervollständigen können. Und Pikachu ist ja immer lustig, nervt aber auch hardcore, wie man so weiß, weil es immer schwer zu fangen ist. Und dann habe ich noch eine richtig krasse Idee gehabt, beziehungsweise was ich richtig feiern würde, was auch zum Thema Weihnachten passt und dem Weihnachtsevent. Wie wäre es denn mal, wenn es Weihnachtsraids gäbe? So irgendwelche Weihnachtsversionen von Pokémon aus Raids, die man direkt da bekommen kann. Einfach nur am 24., am 25., am 26., diese drei Tage. Wer in diesen drei Tagen einen Raid macht, bekommt ein Weihnachts-Pokémon aus dem Raid. Denn was gibt es Besseres als ein Despotar mit Weihnachtsmütze und Weihnachtsmantel? Das sieht einfach so episch aus. Das Bild habe ich schon so oft gesehen. Und das gibt's leider nicht. Das ist nur so. Aber das wäre doch mal eine richtig coole Aktion, wenn die Leute dann losgehen. Oder auch bei einem Fünfer. Wenn ihr einen Fünfer Cresselia macht, das ist dann nicht mehr da, das ist ja glaube ich nur bis 18. Aber wenn ihr einen 5er Cresselia macht, die meisten sagen, das Ding ist eh kacke, wollen das nicht mehr machen, dann macht ihr eins während der Weihnachtszeit als Beispiel und dann hat es plötzlich so eine Weihnachtsmütze auf und ist dazu noch wieder was ganz Besonderes, wenn ihr das im Beutel habt, wenn ihr das aufsparen könnt. Bei Pikachu ging es ja so, konnte man das machen, alle Pikachus hatten Weihnachtsmützen, aber die Idee, mal den Raid-Bossen aus den Raids eine Weihnachtsmütze aufzusetzen, das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten. Da würde ich auch Raids machen, die ich so jetzt nicht machen würde, einfach nur, um von jedem die Weihnachtsedition zu haben. Und so würden auch Leute, die in der Zeit vielleicht gar nicht zocken würden und bei ihren Familien sitzen, oh mein Gott, wie kann man nur rausgehen und Pokémon zocken oder zwischendurch einfach mal was mitnehmen. Oder man gönnt sich diese Teile und kann die dann auch tauschen für Leute, die eben nicht gespielt haben. Wäre nochmal ein kleiner Anreiz, fände ich richtig geil auf jeden Fall, statt einem normalen Despotar einen Despotar mit Weihnachtsmütze zu haben. Ich bin so auf diesem Despotar hängen geblieben einfach. Und dann muss man sich natürlich gleich wieder eine Armee zulegen. Die Despotar-Armee mit Biss Steinkande. Die 6er Despotar-Armee mit Biss Knirscher. Die 6er Despotar-Armee mit Katapult Steinkande. Und die 6er Despotar-Armee mit Weihnachtsmütze. Dann ist man heftig der Boss. Würde aber sicherlich nicht kommen, ist bestimmt totaler Quatsch, aber
vielleicht kann man ja mal so einen Aufruf starten an der Niantic und kann das denen mal zeigen und sagen, denn das wäre wirklich eine lustige Sache noch. Man muss ja nicht übertreiben, aber zu Weihnachten, Despota einfach als Weihnachtsmann, ist einfach richtig genial. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir warten natürlich gespannt auf das Weihnachtsevent, wann das kommt und ob das kommt. Aber ja, es wird kommen. Was noch zusätzlich kommt, ob es wieder neue Pokémon gibt aus der vierten Generation oder ob sie nochmal was Spezielles einführen von der dritten. Wenn dann noch was fehlt, Farbigel fehlt ja auch noch. Die müssen den ja auch irgendwann mal freigeben. Vielleicht kommt er aber auch über die Spezialforschung, vielleicht kommt er mal über einen Feldforschungsdurchbruch. Das werden wir alles sehen, das zeigt die Zukunft. Also immer gespannt bleiben, dranbleiben. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, da bin ich nochmal kurz zurück, denn ganz frisch ist gerade noch was reingekommen. Der Xtreme hat uns nämlich gerade gepostet, dass ihr jetzt jedes Mal gefragt werdet, bevor ihr ein Power-Up macht, ob ihr das Power-Up wirklich durchführen möchtet, mit einer Anzeige oben drüber, wo ihr seht, wie viel WP euer Pokémon jetzt hat und wie viel es nach dem Power-Up haben wird. Er hat, glaube ich, schon das neue Dings hier, Update, hatte er sich, glaube ich, runtergeladen aus der APK-Datei. Deswegen nicht wundern, wenn es bei euch noch nicht ist, aber ist natürlich eine gute Sache für viele jetzt, wenn die Ligen kommen, weil ihr wolltet dann immer sehen, dass ihr Pokémon bis 1500 nehmt oder Pokémon bis 2500 WP. Und wenn ihr da jetzt noch ein Power-Up geben möchtet und wollt ihr noch verstärken und ihr kommt dann auf 2503, dann können das natürlich schon nicht mehr in die Superliga reinnehmen. Ne, in die Hyperliga können das dann nicht mehr reinnehmen. Und das wäre schade, so seht ihr jetzt genau vor dem Power-Up, wie viel WP euer Pokémon danach haben wird, um zu entscheiden, führt ihr das Power-Up durch oder nicht, damit es auch nicht aus der entsprechenden Liga gekickt wird und einfach da bleibt, wo ihr es haben wollt. Bäm, ist natürlich alles jetzt ein bisschen übersichtlicher dadurch, angepasster, geordneter. Aber das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Klöße essende Ramses. Hey!